Wird Stefan Kuntz Trainer der Türkei? Sind die FIFA 22 Ratings Schmutz? Und wer gewinnt den Golden Boy 2021? Willkommen zum zweitschlechtesten Newsformat der Welt. Ich bin's, Florian Rückwärts, und das sind die wichtigsten, heißesten Themen der Woche. Die FIFA 22 Ratings wurden diese Woche von EA veröffentlicht. Und wie jedes Jahr beschwert sich die FIFA Community auf sämtlichen Social Media Kanälen über das Game und insbesondere über das Rating von einigen Spielern. Ich persönlich kann dieses Mal den Hate über die Ratings nicht zu 100% verstehen. Klar, bei einigen Karten kann ich teilweise verstehen, dass man sich darüber ein bisschen beschwert, aber bei einigen Karten kann ich den Hate absolut nicht verstehen. Vor allem finde ich die Ratings der Top 22 größtenteils gelungen. Beispielsweise finde ich es gut, dass Lionel Messi und Robert Lewandowski ein besseres Rating bekommen haben als Cristiano Ronaldo. Dass der Downgrade von Cristiano Ronaldo von einer 92 auf eine 91 unnötig war, kann ich absolut verstehen und da bin ich 100% bei der Community. Aber für mich jedoch kein Weltuntergang. Ja, klar sind die Ratings nicht zu 100% perfekt. Ich hätte vielleicht einige Spiele ein höheres oder ein niedrigeres Rating gegeben. Allerdings sind für mich die Ratings keine Totalausfälle und zum Gegensatz zu letztes Jahr sind die deutlich besser. Leon Goretzka verlängert bis 2026 bei den Bayern. Nun ist es offiziell, Leon Goretzka hat seinen Vertrag langfristig beim FC Bayern München verlängert. Wie die Münchner am Donnerstag bekannt gaben, hat der Mittelfeldspieler einen neuen 5-Jahres-Vertrag bis 2026 beim deutschen Rekordmeister unterschrieben. Die Vertragsverlängerung von Leon Goretzka und Kimmich hat sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Seit vor ein paar Tagen ist diese nun auch offiziell. Wie der FC Bayern München heute bekannt gab, oder vor ein paar Tagen, wann das rauskommt, dieses Video, hat der 26-jährige Mittelfeldspieler einen neuen Vertrag bis 2026 beim FC Bayern München unterschrieben und seinen bisherigen Vertrag damit vorzeitig um 5 weitere Jahre verlängert. Golden Boy 2021. Wer wird Nachfolger von Erling Haaland? Auch in diesem Jahr wird die Tutu Sport den Golden Boy Award verleihen. Hierbei handelt sich es um den Preis für den besten Nachwuchsspieler unter 21 Jahren. Seit 2003 vergibt die italienische Sportzeitung diese Auszeichnung bereits. Unter den 40 nominierten Top-Talenten sind auch 10 aus der Bundesliga vertreten. Bellingham, Rainer, Rainer und Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, Brian Brobbey und Josko Gvardiol von RB Leipzig, Jamal Musiala und Nianzou von FC Bayern München, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Tanguy Koulibaly vom VfB Stuttgart. Abgestimmt werden kann unter tutusports.com, wo bereits knapp 20.000 Stimmen eingegangen sind. In Führung liegt derzeit der 20-jährige Beşiktaş-Torhüter Ersin Dessanoglu mit 48,7% der Stimmen. Favorit Petri folgt mit 32,9% auf Platz 2. Wird Stefan Kuntz Trainer der türkischen Nationalmannschaft? Stefan Kuntz hatte in den letzten Jahren einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Nachwuchsspieler in Deutschland. Als Nationaltrainer der U21 feierte Kuntz dieses Jahr die U21-Europameisterschaft. Nun konnte es ihn in die Türkei ziehen. Aktuell steht die Türkei ohne Nationaltrainer da. Das könnte sich in Kürze aber ändern. Denn Stefan Kuntz, aktuell noch Trainer der U21 des DFBs, steht ganz oben auf der Liste des türkischen Verbandes. Der DFB gab heute in den offiziellen Statement bekannt, dass man den langjährigen U21-Coach keine Steine in den Weg legen würde. Das Präsidium des Deutschen Fußballbunds DFB hat heute einstimmig beschlossen, Stefan Kuntz aus seinem laufenden Vertrag zu entlassen. Sollte er sich mit dem türkischen Fußballverband auf eine Zusammenarbeit als Nationaltrainer der türkischen Nationalmannschaft einigen, heißt es in dem Statement. Dass Stefan Kuntz Trainer der türkischen Nationalmannschaft wird, ist noch nicht 100% offiziell. Aber Gespräche laufen immer noch und eine Einigung könnte in den nächsten Tagen erfolgen. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mal gerne in die Kommentare, kann Stefan Kuntz die Nationalmannschaft von der Türkei nach oben bringen oder wird er scheitern? Schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Bekommt die mexikanische Nationalmannschaft ein neues Logo? Der mexikanische Fußballverband Federación Mexicana de Football Association hat am 4. September 2021 einen Markeneintrag bei United States Patent and Trademark Office eingereicht.
Das neue Logo von Mexiko 2022 hat einen klassisch angehauchten Look, der alle wichtigen Elemente des alten Wappens von El Tri beibehält. Es zeigt einen kaktusgrünen Adler mit einem Fußball, darunter der Schriftzug Mexiko. Ringsherum um das Wappen ist ein kaktusgrüner Rahmen und im Hintergrund ist ein Aztekenmuster zu erkennen. Das geleakte neue Logo von Mexiko soll angeblich erstmals nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft 2022 im Herbst in Katar getragen werden und soll das seit 1962 verwendete alte Wappen Mexikos ersetzen. Was ist eure Meinung zum neuen Wappen der mexikanischen Nationalmannschaft? Klar ist das Ganze Geschmackssache und Gewöhnungssache, aber meiner Meinung nach erinnert mich das Logo an das Wappen von Rubin Kazan. Oder nicht? Oder bin ich dumm? Ich finde das aktuelle, also das jetzt vielleicht alte Logo besser. Das sieht eher mehr aus wie halt ein Verbandslogo. Ich feiere halt nicht, wenn so Verbandslogos halt so schlicht wie so jetzige Fußballclubs-Logos sind. Feiere ich jetzt nicht so. Aber ja, das ist halt Geschmackssache. Ey, ich kann das nicht mehr aussprechen, ist mir jetzt scheißegal. Jeder hat eine andere Meinung. Ich finde das Logo nicht hässlich, aber passt für mich nicht für einen Fußballverband. Ja Leute, das war's mit dem Video. Gibt es noch Themen von der letzten Woche, die ich vergessen habe zu erwähnen? Wenn ja, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Like das Video. Was soll ich zum Schluss noch sagen? Wenn ihr 18 und wahlberechtigt seid, dann geht bitte alle bis nächsten Sonntag wählen. Schmeißt bitte eure Stimme nicht einfach so weg. Auch wenn ihr nicht wisst, wen ihr wählen sollt, dann macht den Wahlomat, liest euch die Wahlprogramme durch oder informiert euch andersweitig im Internet über die verschiedenen Parteien. Ich möchte euch nicht vorschreiben, welche Partei du wählen sollst oder welche Partei du nicht wählen sollst, sondern ich möchte einfach nur, dass ihr überhaupt wählen geht, um die Demokratie in diesem Land zu schätzen. Ja Leute, das war's mit dem Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.